Hallo und guten Tag bei unserer neuen Hardy Hamster-Lesung. Ihr wisst ja, dass wir bei uns in der Bibliothek nach wie vor keine Lesungen durchführen dürfen, also live. Das heißt, ihr könnt nach wie vor leider nicht zu Lesungen zu uns kommen. Und deswegen lesen wir euch von Zeit zu Zeit ein Buch online vor. Und weil ihr mich wahrscheinlich mehrheitlich nicht kennt, ich bin die Annette Edler und ich leite die Stadtbibliothek, habe ich gedacht, ihr könntet mich ja mal kennenlernen und dabei könnte ich euch auch gleich ein Buch vorlesen. Und wir haben uns ein Buch ausgedacht, was im Wald spielt, und das hat damit zu tun, dass wir gerade noch Projektwochen haben, die mit dem Thema Wald zu tun haben, und die Projektwochen heißen Wurzel, Wärme, Blätterrauschen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Ja, noch eine Sache, die ich euch sagen möchte, weil ihr uns immer wieder fragt, ob wir nicht öfter für euch online vorlesen könnten. Das würden wir gerne machen, aber wir bekommen nicht so oft die Erlaubnis von Verlagen, Bilderbücher vorzulesen. Und wir möchten natürlich vor allen Dingen Bilderbücher verwenden und euch auch die Bilder zeigen. Das ist ja der Witz eines Bilderbuchs. Und wenn wir das nicht dürfen, dann macht das nicht so viel Sinn. Und manche Verlage sind aber so nett und erlauben uns das. Und einer von denen, die es jetzt erlaubt haben, ist der tolle, super tolle Thienemann Verlag. Und das Buch, was ich euch vorlesen werde, heißt Pino und Lela, ein Wald voller Schätze. Und geschrieben und gemalt und gezeichnet hat es der Günther Jacobs. Und der Thienemann Verlag hat es eben herausgebracht. Das heißt, er hat es zum Buch gemacht, sodass man es bei uns ausleihen kann oder sich auch kaufen kann. Okay, und dann fange ich jetzt mal an. Also Pino und Lela, ein Wald voller Schätze. Das ist das Cover. Das Cover ist immer die Deckseite des Buchs. Hier im Wald wohnen zwei beste Freunde, zwei ungewöhnliche Freunde, ein Eichhörnchen und eine Schwalbe. Das sind Pino und Lela. Es ist noch früh am Morgen. Lela schlummert gemütlich in ihrem Nest, als Pino am Ast des Baumes rüttelt, um sie aufzuwecken. Was ist denn? Murmelt Lela verwirrt und öffnet kurz ihre müden Augen. Lela, sagt Pino, es ist etwas Schlimmes passiert, eine echte Katastrophe. Ich weiß nicht mehr, wo meine Nussvorräte vergraben sind. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Ach, Pino, stöhnt Lela, deshalb weckst du mich. Ist das denn so wichtig? Da bemerkt sie erst, wie traurig Pino ist und wie niedergeschlagen er dreinschaut. Na gut, seufzt Lela schließlich und nickt. Lass uns nachsehen, wo sich die Nüsse versteckt haben. Danke, Lela, jauchzt Pino und hüpft eilig nach unten. Du bist die Beste. Auch Lela gleitet zwischen den Ästen hindurch zum Waldboden. Die Suche kann beginnen. Da seht ihr sie. Also, jetzt geht's los. Pino und Lela graben, stochern und picken. Tja, wo könnten die Vorräte bloß sein? Kannst du dich denn gar nicht erinnern? Nicht mal an irgendetwas? Einen bestimmten Baum, einen Geruch? Fragt Lela. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die Nüsse abgeblieben sind, gesteht Pino. Tut mir wirklich leid. Nach und nach erwachen auch die anderen Waldbewohner und beobachten die beiden neugierig. Der Dachs lugt durch die Brombeerhecke, das Wildschwein steckt seine Schnauze durch einen Busch und das Kaninchen reckt seinen Kopf aus seinem Bau heraus. Da seht ihr sie. Was wuselt ihr da eigentlich so herum in aller Frühe? Wundert sich das Wildschwein. Graben, antwortet Pino geschäftig.
Wir suchen meine Nussvorräte. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wo ich sie verbuddelt habe. Aha, ja, graben kann ich gut, sagt das Wildschwein und macht kurz entschlossen mit. Auch der Dachs, der Igel, das Kaninchen und die Maus wollen jetzt unbedingt helfen. Schauen wir mal. Alle suchen mit. Sie suchen in den Baumkronen, zwischen den Ästen, im Gebüsch und auf dem Boden. Aber Nüsse findet niemand. Dafür ganz andere merkwürdige Dinge. Plötzlich hören sie Schreie. Könnt ihr mir helfen? Ich stück fest. Es ist Pino und er steckt fest in einem Becher. Der Dachs, das Kaninchen und die Maus ziehen daran. Das Wildschwein und der Igel packen Pinos Schwanz. Und hau ruck, ist Pino wieder frei. Da steckt er noch drin. Also gut, das haben sie auch geschafft. Doch leider war der Becher leer. Sie müssen weitersuchen. Lela fischt etwas hinterm Gebüsch hervor, ein großes Rad. Und der Dachs piekt sich an einem Stück Draht, als er hinter einer Eiche nachschauen will. Autsch, das tut weh. Allerhand seltsame Sachen finden die Tiere im Wald. Alles Dinge, die dort doch eigentlich gar nicht hingehören. Nägel, Schrauben, Kartons, Glas. Der Haufen mit Fundsachen wird immer größer. Ein echter Schrotthaufen. Nur von Pinos Nüssen ist weit und breit keine Spur zu sehen. Was sie uns finden und was für ein Schrotthaufen sie schon gefunden haben. Zusammengesammelt haben. Jetzt sind wir aber mal gespannt. Im Wald findet man nur Kram, den die Leute einfach so weggeworfen haben, beklagt sich Lela. Und gebrauchen kann man die Sachen auch nicht. Und was machen wir jetzt damit? Fragt der Dachs. Vielleicht auch wegschmeißen? Schlägt das Kaninchen zögernd vor. Pino starrt den Haufen nachdenklich an. Nee, wartet mal, sagt er. Da habe ich eine bessere Idee. Was das jetzt wohl für eine Idee ist. Er nimmt das Rad und den Draht in die Hand. Aus diesen Schätzen kann man doch bestimmt noch irgendetwas Tolles machen. Gebannt starren die Tiere auf Pino, der sich auf die Fundstücke konzentriert. Schaut mal, das kommt hier hin und das hier dran. Zusammenschrauben, das hier oben nach unten schieben, hier etwas Spucke, daran ziehen, hier draufklopfen, abschmirgeln, beide zusammendrücken, reindrehen, das hier umknicken, abknibbeln. Fertig. Und was sagt ihr? Holla die Bolla. Das ist ein toller Hecht, der Pino. So, und was ist das jetzt? Toll. Was soll das sein? Fragt Lela. Für mich sieht es aus wie zusammengeklebter Müll, meint das Wildschwein. Und was kann man damit anfangen? Fragt der Dachs. Ist das Kunst? Fragt das Kaninchen ahnungslos. Aber Pino winkt ab. Nein, nein, das ist mein niegelnagelneuer Nussknacker. Alle staunen. Wow, ein Nussknacker. Jetzt brauche ich nur noch etwas Stroh aus meiner Wohnung zum Festbinden, sagt Pino stolz. Dann kann ich euch zeigen,
wie er funktioniert. Warte, unterbricht Lela. Ich fliege schon los und hole es. Da schwingt sie sich hoch zum Eichhörnchennest. Aber was entdeckt Lela da in Pinos Wohnung? Was liegt da in der Ecke? Die Nüsse. Wie kann man denn so schusselig sein, denkt Lena und tritt wütend gegen eine Nuss, die aus dem Nest direkt an Pinos Kopf fliegt. Autsch! Pino schaut verwundert nach oben. Mensch, Pino, du Dösel, ruft Lela herab. Dein Nussvorrat liegt hier oben. Ups, dann habe ich die Nüsse wohl doch nicht vergraben, klagt Pino kleinlaut. Sein Schwanz zuckt nervös, denn er merkt, dass ihn die anderen Tiere fassungslos anstarren. Echt jetzt, Pino, grunzt das Wildschwein. Wir haben die ganze Zeit gesucht, obwohl gar nichts vergraben war. Naja, druckst Pino, das habe ich halt vergessen. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Tut mir echt leid. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Weil ihr mir bei der Suche geholfen habt, lade ich euch alle zum großen Nüsseessen. So, und dann ergänzt Lela. Und mit dem neuen Nussknacker geht's auch viel schneller. Also jauchzen, grunzen, piepsen, jaulen und quietschen alle Tiere zustimmend, denn die Geschichte ist ja doch gut ausgegangen. Und die Nüsse schmecken wahnsinnig lecker. Tja, kichert Lela, wenn du morgen wieder mal vergessen hast, wo die Nüsse abgeblieben sind, brauchst du nur eins der Tiere fragen. Jetzt wissen es alle. Das vergesse ich nicht, sagt Pino mit halbvollem Mund. Ist doch klar, in unseren Bäuchen. Und das war die Geschichte von Pino und Lela und dem Wald voller Schätze. Tschüss.